Fast X und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe vor 22 Jahren im Kino gesessen, Fast and Furious geguckt und einen sympathischen Actionfilm, einen netten Point Break-Verschnitt gesehen und hätte natürlich nie geahnt, dass aus diesem doch recht kleinen Film dann das wird, was es jetzt ist. Eine mittlerweile, wenn man Hobbs & Shaw dazu zählt, 11 Teile umfassende Actionserie, die auch noch nicht zu Ende ist. Und eine inhaltliche Fortentwicklung, die daraus bestand, dass der Cast immer größer wurde und die Übersteigerung der Action und die Übertreibung mit leichtem Überspitzen irgendwann in absolute Comic-Regionen hochgestiegen ist. Und das Ganze ist sowieso eine ewige Selbstparodie, weil Vin Diesel jedes Mal überzeugt ist, hier was wirklich richtig Emotionales und Ernsthaftes zu haben. Einen Familienfilm und dieses ganze Familienthema eigentlich nur noch veräppelt wird. Und ja, und jetzt haben wir den neuen Film der Reihe. Und man muss bedenken, der hat schon einiges gut zu machen, wenn man bedenkt, dass wir im letzten Teil Autos im Weltraum hatten. Der neue Film macht aber eigentlich, macht es sich relativ leicht, nämlich er macht eine Rückblende aus Teil 5. Der dortige Drogenbaron, der dort ausgeschaltet wurde, hatte einen Sohn, der natürlich damals in Teil 5 nie zu sehen war. Das ist Jason Momoa und der will jetzt seinen Vater rächen und dazu Dominic Toretto und seine Leute fertig machen. Das ist eigentlich schon die ganze Handlung. Das beginnt mit einer Mission, die die Familie in Rom ausführen muss und die geht natürlich ordentlich schief und dabei geht auch einiges zu Bruch und ab da sind Toretto und seine übliche Gang auf der Flucht, das heißt, die zersplittern sich, es gibt etliche Parteien, die in unterschiedlicher Figurenzusammensetzung unterwegs sind und der Film ist, als würdest du 5 Filme gleichzeitig gucken und ständig rumseppen, er seppt zwischen den einzelnen Szenarien, John Cena zum Beispiel ist mit Toretto Sohn unterwegs, Tesh und Omar, wie heißen sie, ist mir doch egal, die sind da unterwegs und sind die ganze Zeit sich am Kabbeln und so weiter. Also selbst zwischen diesen einzelnen Bereichen, ich habe jetzt noch nicht wirklich das Gefühl, denen auf einem Weg zuzuschauen, will sagen, ich weiß nicht, wo sind die gerade, wo ist das Ziel, wie weit sind die von diesem Ziel entfernt, wann werden die vielleicht wieder zu anderen stoßen, es ist ein reines Rumseppen. Und ich muss sagen, bei der Sequenz in Rom hatte ich durchaus noch Hoffnung, auch kurz davor, denn es gibt so eine Rückblende, beziehungsweise eine Szene, wo Vin Diesel so alte Fotos guckt, wo sich Toretto an früher erinnert. Das ist mit dem üblichen Kitsch versehen, den man erwartet, aber es geht jetzt nicht unfassbar drüber hinaus. Und die ganze Sequenz in Rom ist natürlich ein einziges CGI-Bombast, aber es ist dieser Effekt, die Filme haben ja mittlerweile ein Level etabliert in der Übersteigerung und das hier passiert genau auf diesem schon viel zu hohen Level, aber es setzt nicht mit Gewalt noch eine Schippe drauf. Und auch wenn viel CGI da drin ist, es funktioniert, es ist effektiv und eigentlich kann man sogar diese ganze Rom-Sequenz als eine ziemlich witzige Indiana Jones-Variante betrachten. Aber danach zerfleddert sich halt die Handlung und es dauert nicht mehr lange, bis man jetzt nicht wirklich folgen kann, wer hat jetzt mit wem, was, wo, wie laufen, wer verfolgt wen, es dient letztlich darum, möglichst alle Figuren, die man aus den vorherigen Teilen kennt, noch irgendwie unterzubringen, stellenweise alibihaft, zum Beispiel Helen Mirren und Jason Statham, die jetzt nicht wirklich zur Handlung beitragen, da kommen auch weiterhin diese Action-Szenen rein, die sich aber dann doch stetig nach und nach wieder ins Absurde und noch höher übersteigern. Am absurdesten ist für mich aber vor allem der Antagonist. Jason Momoa ist ein toller Darsteller, aber diese Figur hier, die er spielt, Dante, das ist eine Art Jack Sparrow-Verschnitt, der dann auch mal in einer Szene mit Mädchenzöpfen da sitzt und Polizistenleichen foltert. Und vor allem ist er 10-mal krasser als jeder James-Bond-Bösewicht. Ich meine, man hat im Film vorher gesehen, wie Charlize Theron eine gesamte Station, Hightech-Umgebung mit ihrer Krankenliege kaputt programmiert hat. Da ist man schon einiges gewöhnt, aber die einfache Handhabe bei Jason Momoas Charakter ist, dass er zum einen vollkommen irre ist und zum anderen immer, egal was ist, allen einen Schritt voraus ist. Er hat immer noch die Fernbedienung, die platzierte Bombe, das eine Ding, was ihn immer noch einen entscheidenden Schritt weiterbringt. Und das ist insbesondere beim Showdown, den ich jetzt nicht ausführe, so, wo am Schluss Toretto in einer Situation ist, nachdem er etliche Hindernisse überwunden hat. Und da hat Dante dann genau den Plan. Er wollte ihn ja die ganze Zeit genau dahin haben, um dann die ultimative Gegenwehr zu zünden. Das ist so absurd und es ist also irgendwo der Punkt gekommen, wo mich das Ganze regelrecht abgestoßen hat und wütend gemacht hat. Man muss zugute halten, dadurch, dass sich hier diese Fetzendramaturgie entwickelt und man so zwischen den einzelnen Parteien seppt, ist Vin Diesel nicht permanent im Zentrum.
Paul Walker ist natürlich abwesend, außer einer Rückblende in Teil 5. Und es wird trotzdem für seine Figur nur erklärt mit, Brian ist in Sicherheit. Mehr als das wird aber nicht gesagt. Und insbesondere war es ja vor dem Film bekannt, dass die Teile 10 und 11 quasi so Endgame, Infinity War Endgame-mäßig ein großes Finale darstellen sollen. Jetzt ist schon die Rede, dass das wieder eine Trilogie werden soll. Aber ich schätze mal, dass viele dieser angefangenen Handlungsstränge nur dazu dienen, Figuren wie Schachfiguren in die richtige Position zu befördern, um dann entsprechend im nächsten Film auszuspielen. Da kann man jetzt stellenweise nichts dazu sagen, weil ich nicht weiß, ist das gut platziert oder ist das nur Füllware. Aber am Ende, der Film ist 140 Minuten und ich schwöre, ich hatte das Gefühl, er ist weit über 3 Stunden lang. Dabei ist er nicht langweilig. Das ist ja auch das Schlimme, wenn man sich über einen Film aufregt, man ist ja mehr dabei, als ob man sich nur zu Tode langweilt. Und letztlich, es gibt ordentlich was auf die Augen, ordentlich was auf die Ohren. Vereinzelt sitzt auch mal ein guter Spruch. Und wenn man wirklich die Figuren wirklich mag, dann hat man hier bestimmt genau das, was man haben will. Die Poserei von Vin Diesel und so weiter, die ist, also das ist das, was ich beim Rausgehen aus dem Kino so von manchen gehört habe. Es ist nicht so schlimm wie Teil 9. Und das ist eigentlich das Beste, was ich über den Film sagen kann, der am Schluss mit zwei Cameos noch endet. Ich werde nicht spoilern. Das eine wurde, glaube ich, mittlerweile breit gespoilert, deswegen wäre das nicht schlimm. Aber es gibt noch ein zweites, was mich wirklich angekotzt hat. Das kann man irgendwann später mal, wenn es so ein bisschen bekannter ist, ausdiskutieren. Was ist denn jetzt das Fazit? Es fängt wohl kaum einer mit dem 10. Teil der Reihe an. Das heißt, wer Fast and Furious kennt, weiß, was zu erwarten ist. Und wer es sich dann mit den vorherigen Teilen klarkommt und sie vielleicht sogar mag, wird auch hier genau dasselbe finden. Und jeder, der was gegen Fast and Furious hat, wird hier alle seine Vorurteile bestätigt finden. Und wie gesagt, stellenweise haben Passagen funktioniert. Ich bleibe aber jetzt trotzdem bei einer Wertung von 2 von 5 Punkten, eben wegen dem, was da am Ende noch als Bonus draufgesetzt wird. Aber es ist halt ein Ego-Projekt von einigen Leuten und man muss jetzt befürchten, dass das noch 2 Filme weitergeht. Wie seht ihr das? Habt ihr immer noch Lust auf die Reihe? Wie findet ihr diesen und vor allem das Ende und die Rückkehrer? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.